Dann unbürokratische Soforthilfen. Diese kennen wir bereits aus dem ersten Lockdown. Aber auch damals gab es viele Fragen. Wo beantrage ich sie? Muss ich sie zurückzahlen? Wie funktioniert das Ganze überhaupt? Genau diese Fragen möchte ich jetzt klären mit der Anwältin Nicole Mutschke, mir nun zugeschaltet. Guten Morgen, Frau Mutschke. Guten Morgen. Jetzt haben wir gerade davon gehört, bis zu 75% soll man also zurückerstattet bekommen. Ist das ein Kredit oder muss man das wirklich nicht zurückzahlen? Nein, das ist tatsächlich eine nicht rückzahlbare Förderung, eine Kostenpauschale, die man bekommen soll. Also das ist kein Kredit, sondern ähnlich wie damals Überbrückungshilfen oder eben die Corona-Soforthilfe ist das wirklich was, was die Betriebe behalten dürfen. Und wer ist alles berechtigt, das jetzt zu beantragen? Ja, also ganz genau, wie es eben auch Herr Altmaier gerade schon gesagt hat, steht das noch nicht fest. Ganz klar ist, dass diejenigen Betriebe berechtigt sind, die quasi direkt vom Ausfall betroffen sind. Also sprich die, die jetzt nicht schließen dürfen und da auch in jeder Größenordnung, also vom Solo-Selbstständigen über größere Unternehmen. Und bei denjenigen, die eben indirekt betroffen sind, da ist auf der Seite des Ministeriums noch zu lesen, dass man da an einer entsprechenden Hilfe arbeitet. Und wenn ich berechtigt bin, wie einfach ist es, das Ganze überhaupt zu beantragen dann? Es soll sehr, sehr einfach sein. Es soll im Prinzip wie bei den Überbrückungshilfen ein Online-Formular sein. Es soll also wirklich unbürokratisch und auch sehr schnell gehen. So liest es man jedenfalls zurzeit auf der Seite des Ministeriums. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.